Eigelting. Und hier war ich bisher noch nicht. Und von daher wollen wir uns mal durch das Gelände laufen und wollen mal schauen, was das hier alles zu sehen gibt. Auf jeden Fall wird man Joghurtbecher hier wohl kaum finden. Aber wir gucken mal. So, und hier ist der neue Hermann. Hermann 3. Wie heißt er jetzt? Hermann 3? Jo. Hermann 3. So heißt er. Sabine sagt Hermann 3, so heißt er. Wir sind ja schon ein Stück weiter gekommen. Toll gemacht. Das sieht ja alles aus wie neu hier. Neue Reifen, neuer Tank. Schon geil. Kann man nicht meckern. Und hier ist das Sternchen von dem Ulrich Dolde, der ist aber im Moment nicht da. Achso, da sind die Ketten, die ich eben gerade gesehen habe. Automobil-Selbstausbau. Ja, das Buch hatte ich mir ja seinerzeit auch gekauft. Ist schon toll. Wenn man sowas sich eben auf YouTube anguckt, dann kriegt man langsam Sehnsucht danach, sich möglicherweise auch sowas zurechtzubauen. Und deswegen habe ich gedacht, ich fahre einfach mal hierher und gucke mir das einfach mal an. Ja, das war ja witzig eben. Mit Hermann unterwegs, mal mit Sabine und Michael ein paar Worte zu plaudern. Sehr interessant. So, jetzt gucken wir mal weiter. Ja, das ist mal eine Kabine, ne? Echt das Fenster. Das ist ja auch mal eine geile Küche, oder? Ja, da lacht das Herz, oder? Mit 12 Volt. Klar. Kein Problem. Ja, doch. Geht schon Grenze. Geht. Nur geht. Das Problem ist, ich hatte eine leere Batterie. Ja, das ist... genommen und jetzt muss ich zuerst die Batterie laden und jetzt hat er erst minus 25 Grad und das reicht noch nicht. Aber... ja. Na, dann trinken wir den Wodka jetzt warm. Dann können Sie einen rausnehmen. Ja, das machen wir. Hol mal einen raus. Aber der ist nicht gefroren. Nee, muss er ja auch nicht. Jetzt wollen wir mal gucken, ob er tüdelt, ob er überhaupt da Wodka drin hat. So. Der ist immer noch... Guck mal. Ja, der ist genau richtig. So, jetzt trinke ich erstmal einen Wodka. Ist das nicht schön? Bei dieser Hitze mit 30 Grad kriege ich gleich einen an der Waffel hier. Willst du? Ja, natürlich. Danke. So, Moment. Ich muss mir bald eine neue Kamera kaufen. Das geht nicht mehr. Das ist der Peter. Und der Peter hat mir ja eben Wodka gegeben, den ich jetzt auch ausgetrunken habe. Und er sagt, Peter, trink doch mal auch einen mit. Und dann sagt er, nein, jetzt geht das bei Ihnen im Magen und er trinkt nichts. Dafür ist das Schokolade.
Und in der Schweiz gibt das was, Peter? Die ganze Schweiz ist voller Kakoplantagen. Nochmal, was gibt es da für Plantagen? Kako. Kako, er meint Kakaoplantagen. Aber das hört sich so niedlich an. Das wollte ich noch einmal kurz gefilmt haben. Ja, aber Peter hat hier tolle Tiefkühltruhen. Wir haben uns gerade unterhalten im Vergleich zu meiner Veko-Tiefkühltruhe. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis sieht das sehr, sehr gut aus. Aber die sind alle zu groß. Die passen nicht in meine Garage. Deswegen wünsche ich Peter jetzt noch viel Glück beim Verkauf seiner Tiefkühlbox und bei der, was? Bei der, wie heißt das? Da gehe ich heute Abend hin, auf die Kakoplantage. Also in diesem Sinne viel Spaß noch. Aber ich komme eigentlich aus Mostendil. Aus was? Aus Mostendil. Das ist der Bereich, wo alles Apfel angesetzt werden. Aha, und den trinkst du aber auch nicht? Doch, wenn er nicht zu stark ist. Ja, denn, also Apfelschnaps dann. Nee. Oder nur Apfelsaft? Nur Apfelsaft. Och. Frisch gepresst. Ja, mit dem ist nichts anzufangen. Also tschüss erstmal. Ein Saunamobil. Zusammensammeln, das macht dann Sinn. Ja, Sabine und Michael wieder voll im Gespräch. Ja. Wir haben ständig dabei, ein Fahrzeug vorzubereiten. Ja, das Buch haben wir ja schon. Ulrich, guten Tag, gucken wir mal. Scheiße, du bist jetzt schon wieder am Verhandeln. Was ist das? Was? Nein, alles ist gut. Alles gut, ja? Ja, alles okay. Gut. Also, das daheim weiß noch, das Buch ist das, was du brauchst. Weißt du was? Du hast es schon. Wir kennen uns schon, ne? Genau. Du warst auf Abenteuer Allrad, oder? Nein, wir haben uns gerade in Hasloch gesehen. Ah, du warst in Hasloch, genau. Ja, ganz genau. Da, wo ihr jetzt schon so in Packlaune gewesen seid. Ja, euch vorbereitet habt für die Messe. Und jetzt sehe ich das gerade und dann denke ich, jetzt nimmst du ihn einmal für die Linse her. Also, dann so. Nimm ihn mal auf die Linse. Ja, das war ein schöner Rundgang. Eben noch mal ein bisschen mit Ulrich Dolde gesprochen und Probleme der Ladung, Lichtmaschine, Lithiumbatterie und so weiter besprochen war. Mal schön seine Meinung zu hören. Das soll es jetzt gewesen sein, der kleine Rundgang hier über die Survival-Messe. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Oder sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin erstmal. Tschüss, tschüss.